Gibt es Fragen an dieser Stelle? Ich wollte jetzt noch kurz vorschlagen, dass Ashley und wie heißt du? Wie bitte? Ken. Das ist nicht lustig, das ist einfach ein Name. Er kann nichts dafür, dass er so heißt wie eine extrem häufig verkaufte Puppe, die anstelle eines Penis einen Hubbel aus Plastik hat. Er kann nichts dafür. Leidest du darunter? Aber ist doch sicher ein geil. Bist du bei Tinder? Aber das würde ich mir, wenn ich dich wäre und bei Tinder wäre, würde mir das in die Tinder-Bio schreiben. Finde heraus, ob ich wirklich nur einen Plastikhubbel habe. Nein? Ist nicht gut? Nee? Du bist noch sehr jung, ne? Wie alt bist du? Wie bitte? 24. Oh Gott, ich dachte, du bist viel jünger. Dann ist es ja überhaupt nicht illegal, was ich hier gerade mache. Aber ja. Was ist der schlimmste Witz, den du dir anhören musstest zu deinem Namen? Das, was du gerade machst. Das, was ich gerade mache? Oh Mann! Ja, es tut mir leid. Ja, du darfst ein Foto mit mir machen, okay? Komm, willst du hochkommen? Ja. Ken! Foto? Wie wollen wir posen? Irgendwie cool. Irgendwie cool? Okay. Dann geh mal weg! Okay, warte so. Ja, so, so. Oder so. Ja, so, klar. Halt du das, das sieht voll cool aus. Ja. Mega, gerne. Tschüss, Ken. Okay, Ashley, komm. Nimm die Welle mit. Oh Mann, ist das aufregend. Es ist wie so eine Party hier. Ist voll gut. Ja, Sarah, alles klar? Machst du, ach, du machst gleich das Foto? Hiyo. Hiyo. Hi. Gott, Ashley, du bist viel größer, als ich dachte. Okay, also, du hast eine kaputte Hose an. Können wir das, sollen wir das so bis hier nur machen? Das... Okay, komm her, so. Wie willst du? Wollen wir so Good Cop, Bad Cop, so den Buddy Cop Komödie, so Rücken an Rücken? Kommst du klar? Ist alles okay? Nein. Okay, komm so, Rücken an Rücken. Oh, es ist so komisch, dass Leute mit mir ein Foto Komm, wir machen noch so zieh an meinem Finger, weißt du, so. Okay? Weißt du, dann können wir noch so in die Beschreibung noch so. Kannst du dein LOL-Face machen? Ja. Mein LOL-Face? Ist das jetzt mein LOL-Face? Echt? Das war mal mein Erotik-Face, aber wenn das jetzt mein LOL-Face ist. Ich hatte so Muskelkater nach der Aufzeichnung. Es war echt so unangenehm. Und ich habe auch voll oft gemerkt, dass ich voll schlecht rieche an der oberen Lippe. Das ist der große Nachteil an dem Gesicht. Kannst du das auch? Sollen wir ein Selfie machen? Die Sarah kackt auch gerade voll ab. Guck mal, setz dich ruhig wieder hin. Oh Gott, das ist einfach bizarr. Ja, cool, danke schön, Ashley. Ich würde sagen, alles Weitere würde den Rahmen jetzt noch sprengen, wenn es keine wichtigen Anliegen mehr gibt. Grüß. Wie kamt ihr auf den Namen von eurem neuen Podcast? Der Name des neuen Podcasts ist Hazel Thomas Hörerlebnis. Ken, wie kamen denn deine Eltern auf deinen Namen? Es war genau so. Es war einfach, wir dachten uns so, was ist denn ein Name? Und dann, ja, aber im Kalender steht immer nur HTH. Das finde ich cool. Mir ist einfach wichtig, dass der Anfangsbuchstabe von meinem Namen doppelt so dominant ist wie der von Thomas. Weil es gibt in der Medienlandschaft so viele Thomasse und es gibt so viele Thomasse, die Podcasts haben. Deswegen, am liebsten würde ich es eigentlich Hazel Thomas Hörerlebnis nennen. Aber dann wäre, wenn man die Folge hört, wird ja dann nicht der ganze Titel angezeigt und dann würde einfach nur Hazel stehen. Ah, ist eigentlich voll der gute Name. Naja, ich habe eine allerletzte Frage an dich, die du das gestellt hast. Hast du eine Idee, wie wir die Hörer und Hörerinnen nennen können? Die Hörlis? Oder wie mein Bruder sagt, Törlis. Wie heißt du? Jana. Jana, gut. Dann erwähne ich dich jetzt im Abspann. Das spreche ich dann noch ein.
Mit der Stimme, die Bibi Blocksberg einspricht. Ja, das ist, ich will eigentlich schon lange gehen, aber du verwickelst mich hier in ein Gespräch. Susanna Bonasewicz, die Stimme von Bibi Blocksberg, die hat bei unserem Podcast im Intro ein bisschen was aufgenommen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wir wollen, dass die wie Bibi Blocksberg spricht. Und dann haben sie das so abgeklärt und dann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, ja, die Marke Bibi Blocksberg hat gesagt, dass Bibi Blocksberg nicht außerhalb vom Bibi Blocksberg-Universum existieren kann. Deswegen ist es nicht möglich, dass sie als Bibi Blocksberg was spricht, sondern in ihrer anderen Stimme. Und ich dachte mir so, Alter, mit wie vielen Leuten spreche ich hier gerade? Also mach doch einfach. Und Thomas hat dann so gesagt, so, wenn ich der 1000 Eier auf den Tisch lege, will ich schon, dass die Hex Hex sagt. Aber jetzt sagt sie wenigstens einmal rassistische Onkel. Also von dem her. Tschüss, Trier, macht's ganz gut. Bis irgendwann.